Welcher Bot? Ein Twitch-Bot. Warum triggert der nicht? Hast du jetzt noch geportet? Nee. Hörst du mich eigentlich noch? Ich höre dich noch, ja. Okay. Ah. War Werbung. Mein U-Bot war es Werbung. Sorry an den Chat, ich habe nicht so viele Comments reingekloppt. Ich habe das gleich unter Ausrufezeichen Werbung gemacht. Normalerweise triggert der Bot auch alle 15 Minuten oder so, wenn genug geschrieben wird, automatisch meine Social Media Links. Ich habe schon gescannt, du kannst nicht reingehen. Hier ist nichts. Guck mal, hat die Aufklärung da draußen Sicarios gefunden? Es fällt mir schwer, dir zu vertrauen, Leo, wenn du mich immer so hart verkaufst. Bowman! Na fuck, ich muss da selbst, glaube ich, hin, oder? Du bist wirklich gerade verschwunden. Sieh mal, was passiert? Er hat uns verarscht. War nur eine Ablenkung. Nur Ablenkung? Ja. Für Svenjo. Die Rebellen wissen, wo er ist. Zum Mausoleum. Wir treffen uns da. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Ab jetzt sind Pakatari und die Rebellen unsere Feinde. Also ich fasse zusammen. Die Rebellen haben auch mit dem unter einer Decke gesteckt. Das ist ja super. Was? Hast du gerade nicht zugehört? Nein. Er hat gesagt, die Rebellen und der Svenjo sind unsere Feinde. Ja, ist richtig. Nein, also, es wurde nicht gesagt, dass sie unsere Feinde sind, sondern dass sie nicht mehr unsere Alliierten sind. Nein, er hat gesagt, Feinde. Wort Kontakt! Feindliche Rebellen! Oh oh. Feindliche Rebellen. Fahrzeug von uns. Oh, Leute. Hat mich direkt umgeballert. Nee, das Ding ist nämlich, dass die Rebellen Svenjo töten wollen. Die wollen ihn halt exekutieren. Ist doch in Ordnung, oder nicht? Ja. Aber wir wollen, dass Svenjo im Knast landet. Scheiße, das wird morgen früh wehtun. So, wie kommen wir da am schnellsten hin? Schnellreise. Du kannst, glaube ich, nicht schnell reisen. Erstmal müssen wir überleben. Dann nehme ich hier das Auto. Hola, Camarada. Fuck, was zum Teufel hast du vor? Das gleiche wie du. Das Richtige für mein Land. Hier geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Warum geht's hier nicht lang? Oh, diese Scheißhütte. Mein Volk muss erfahren. Meine Regierung muss erfahren. Und die anderen Kartelle müssen erfahren, dass die Rebellen nicht die Sklaven... Das gleiche wie du. Das Richtige für mein Land zu tun. Wo ist die Termine auf YouTube? Ich denke mal, du wirst es. Man kann auch gar keine Meine Frage. Regierung muss erfahren. Und die anderen netter YouTube-Name auf jeden Fall. Erfahren, dass die Rebellen nicht die Sklaven der Amerikaner sind. Das ist auch echt super. Wurdest du mehrmals darauf angesprochen? Musste Amaru deshalb sterben, weil ich hätte das ja damals einfach nie mit hergenommen. Amaru war von Idealen getrieben. Ja, das wäre jetzt clever gewesen. Aber Ideale machen nicht satt, stellen keine Armee auf. Ausgerechnet wie die Sklaven. Ideale stürzen keine korrupte Regierung. Tote Rebellen tun das aber auch nicht. Mein Volk weiß, wenn es heute stirbt, kommt es morgen zu Tausenden zurück. Dadurch wird es nicht weniger schmerzhaft. Wenn ich mit etwas zu leben gelernt habe, dann mit Schmerz. Ey, was? Eine Lektion, die ich jetzt Svenjo bald erteilen werde. Ja. Wenn ihr nicht auch so enden wollt, solltet ihr Bolivien jetzt verlassen. Nee. Ich laufe gerade mal. Danke für eure Hilfe. Adios, Kamerada. Fuck.
Ach, da ist aber ein Heliger gespawnt. Irgendwo unter mir sind Rebellen. Ja. Also super. Ja, die Tamina aus meinem Twitch-Chat hat auch einen YouTube-Account und da heißt sie, ja, ich bin ein Mädchen. Das spiegelt so unglaublich hart die Community im heutigen Internetzeitalter wieder, ne? Sobald eine Frau irgendwie im Internet auftaucht, eskalieren alle sofort. Außer Daniel. Außer ich, ich bleib cool. Hab mein Auto auf die Seite geflippt und es leckt. Cool. Shit, ich komm hier den Berg nicht runter. Aber hier stehen wenigstens schon mal Fahrzeuge. Aber bist du spielst, du musst dir was machen, wirklich halt. Ich versuch's gerade. Sie haben überall verdammte Straßenblockaden aufgebaut. Ey, ihr wollt mich wohl verarschen. Ist an der Blanke oder die Rebellen? Die Rebellen? Oh shit, oh shit. Steig doch nicht ins Auto. Steig einfach nicht ein. Alter. Jetzt werde ich noch bemörsert, ne? Ja. Yeah. Ja. Oh, du bist tot. Ja. Das ist so cool. Ja, Daniel. So, kommt auch noch Unidad. Bin spannend. Ich sehe keinen Meter, weil ich in dem scheiß Auto tot rumliege, ne? Wieso passiert mir das immer? Du bist so weit weg. Ja, ich weiß. Und ich... Okay, ich roll jetzt erstmal den Berg runter. Ich hab richtig Bock bei dir zu spawnen, ne? Hab ich richtig Bock grad drauf. Tu das. Unbedingt. Hm. Naja, was soll ich sonst machen? Warten, bis du mich wiederbelebst? Ja. Ja, Tamina, komm mal wieder bei den Schreien. Da ist, glaube ich, mehr los. Hedi ist... YouTube ist eigentlich so meine Zweitstandfuß. Aber da ist auf jeden Fall der Chat mäßig meistens mehr los. Komm, ich verfolge diesen dämlichen Heli. Und du bist im Auto unterwegs. Django ist tot. Na, steig ein. Versuch den schon mal ein bisschen zu wenden. So. No. Jetzt. Ich würde schon sagen, wow, ich bin mal vor dir. Bums, tot. Mhm. Das ist nicht so wirklich ein... Willst du nicht eine Straße nehmen? Ja, ich will ja da oben die Straße, aber ich bin da gerade runtergerollt. Runtergerollt gefällt mir vor allen Dingen. Okay. Echt, Leo. Ist immer wieder eine Freude mit dir zu fahren, wirklich. Ey, wie bist du nicht gestorben? Bitte einmal aussteigen. Am besten fahren wir mit zwei Fahrzeugen. Ja. Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es nicht schwerer als möglich. Wir nehmen das Auto. Nationale Sicherheit, Punkt. Nationale Sicherheit, Punkt. Du bist aber ganz schön ruppig zu den Leuten. Was, ich? Ja. Oh, guck mal, wieder Tilly. Gott, wir müssen wieder ganz hoch fahren. Tamina hat schon gelernt, sie sagt, na toll, Leo. Ja? Grüß dich, Pete Williams. Sorry, ich habe vorhin deinen Chat nicht gelesen. Willkommen beim Stream. Du fährst doch schon wieder irgendwo einen Berg hoch. Problem damit? Die haben mich gerade nicht mehr beschossen, die Leute hier. So. Leute, ich kann euch garantieren, wenn ihr hier im Stream seid und ich spiele mit Leo zusammen, da kommt immer nur Müll bei rum und es passiert immer ein so krasser Scheiß, das kann... Wow. Vorsicht, ja, bitte. Sorry. Ja. Shit. Nicht der Witz. Oh Gott, ich sterb auch gleich. Meine Schuld.
Hubschrauber da sind. Hast du wieder Terry bekommen? Hit Unidad-Hubschrauber! Ich will ihn doch! Er steht auf der Straße, was ist denn mit ihm? Oh, ich fahre hier gegen den Poller nach. Hat mich gerade eine Rakete getroffen? Nee, die ist keine Rakete abschießen. Ja, das war aber gerade ein Mörser. Ja, das war ein Mörser. Und der Mörser hat den Heli erwischt. Ja, das sind so die glücklichen Fügungen, die ich meine. Und weit und breit kein Auto. Wieso sollte hier auch ein Fahrzeug stehen? Mitten in Bolivien. Wer hat jetzt hier noch mal Weed verkauft? Hallo, hier steht's vielleicht ungefähr 1 zu 1? 20? Ja, genau. Ich 1, du 2. So siehst du aus. Hätte ich vielleicht noch schießen sollen. Nur mit den Leuten hier los. Könnt ihr euch mal entspannen? Ey, wenn wir es jetzt tatsächlich innerhalb von dieser anderthalb Minuten oder sowas, müssen wir volle Zeit noch haben. Nicht schaffen, müssen das ganze Spiel nochmal spielen. Ja. Oh, wo bin ich denn gespawnt? Könnte wirklich knapp werden, möchte ich dazu sagen. Ist hier irgendwas in der Nähe, was ich nehmen kann? Vor allen Dingen ist hier überall Straßensperre, ne? Lol, ich wurde von irgendwas getötet, was ich nicht mehr sehe. Toll, Dani. Eine bolivianische Krankheit vielleicht? Ich vielleicht in der CC-Fliege gestochen? Genau, weil CC-Fliegen auch so bolivianisch sind. Klugscheißer mag niemand. Hier steht hier Panzer, Alter. Ist mich verarschen? Oh Gott. Daniel, du kennst mich. Ja. Ich hab natürlich das Auto geflippt. Jetzt schaffen wir es definitiv nicht mehr. Das hätte ich dir schon vor halb Stunde gesagt. Das ist aber nett, dass ihr mir ein Auto bringt, Jungs. Ich hab nur durch die Windschutzscheibe geschossen, warum ist das Auto im Arsch? Oh ja. Ja. Aber schön, dass du es noch versuchst, so innerhalb von 8 Sekunden ins Dorf anzukommen. Ist doch nicht zu fassen. Und es wird losgeholt. Ich dachte, man kann ein Auto nicht flippen. Oh, doch, kann man. Man kann in fast jedem Auto, in jedem Spiel ein Auto flippen. Ja. Das war. Also, wir kriegen das auf jeden Fall immer hin. Aber sehr schön, dass du mich da jetzt gegen das Haus gerammt hast, nur damit du vor mir ankommst. Ich konnte nicht mehr bremsen. Tut mir leid. Aber warum schaffen wir es denn nicht? Oh, ich bin so müde. Oh. Quatschen Sie mit Bowman. Jetzt im Ernst. Chill mal. Achso, erstmal Helikopter. Chill. Bowman hat Fahrzeuge. Warum bitten wir die Rebellen darum? Das darf doch nicht wahr sein! Was ist mit dir, Ubisoft? Gut. Das meine ich übrigens, Chat. Genau solche Momente kann man nur bei uns erleben, glaube ich. Wow. Also der Heli ist einfach mal Respekt. Dieses Spiel ist ja noch schlimmer als PUBG, Mann. So, lass mich kurz mal was abchecken. Ich suche eigentlich gerade nur, wo noch ein Heli sein kann. Oder wir warten noch kurz. Ich laufe mal runter zur Straße. Ich suche mal kurz einen Safe-Punkt, wo ich den Heli spawnen kann. Nicht, dass genau dasselbe jetzt nochmal passiert. So, schon mal einen Rebellen überfahren. Ich glaub's nicht, ne? Wie kann denn ein Helikopter so spawnen? Auf dem Heck. Ich würde sagen, die Entwickler hatten ihren Spaß damit. Musst du nicht sowieso die Besprechung auch noch machen?
Ich muss die auch noch machen, aber ich will die erst machen, wenn ich ein Heli hab. Gut, ich gehe mal kurz für kleine Mädels und bring mal meine Salami-Sticks wieder in den Kühlschrank. So nennst du es also. Salami-Sticks in den Kühlschrank. Ach, hast du. Danke für deinen Support. Kontakt, feindliche Rebellen! So, wo ist denn der Heli? Der steht da oben, okay. Ja, ich hab den auf dem Heli-Landeplatz gelandet. Schön vorbildlich. Blöder Penner! Schießt du bitte nochmal eine Granate auf die Fahrzeuge? Okay, steig ein. Hätte hinten einsteigen sollen, oder? Egal. Das ist nicht dein Ernst. Heißt drauf, wir müssen nicht kämpfen. Und da kommt eine Kippe. Ich muss mal. Oh. Ja, die schießen gerade mit Raketen auf uns. Jojo. Fuck, was zum Teufel hast du vor? Kannst du schießen mit dem Ding? Wie du. Ja. Uiuiuiui. Eduardo wird in Bolivien sterben. Wie hab ich die Kettwende geschafft? Ich hab keine Ahnung, was hier überhaupt passt. Und die anderen Kartelle müssen erfahren, dass die Rebellen nicht über den Damm? Die Sklaven der sind Amerikaner sind. Auch Nein. allein sind wir stark. Musste Amaru deshalb sterben, weil er nicht stark genug war? Okay. Ich möchte gerne nochmal den Mut von Tamina zitieren. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll, deswegen sage ich einfach mal, na toll, Leben. Stellen keine Armee auf. Hey. Ideale stürzen keine korrupte Regierung. Kann ich so Gute Rebellen tun das aber auch nicht. Mein Volk weiß, okay, wenn es dann. Heute stirbt, Fallschirm? Kommt es morgen zu Tausenden zurück. Oh Gott. Dadurch wird es nicht der Helik ist riesengroß, der wird mir auf den Kopf fallen. Wenn ich etwas zu leben gelernt habe, dann mit Schmerz. Los. Eine Lektion, die ich als Sueño bald erteilen werde. Ist ja in dem Kartell so in dem Dingens drin? Solltet ihr ja. Bolivien jetzt verlassen? Ich glaube, das alles rot, ich lande auf dem Dach, war. Danke für eure Hilfe. Wie auf dem Dach? Adios. Nicht auf dem Dach? Fuck. Oh Gott! Ich weiß, was du meintest mit auf dem Dach. Gibt es hier eine Leiter? Es gibt hinten einen Weg runter, ja. Ich häng! Ich bugge! Nein. Oh Gott. Hey, nicht so schlecht gelandet. Du bist tot, sehe ich. Kann ich dich holen? Nee. Ja, du kannst mich holen. Ich entspanne gerade. Setze Drohne ein. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wäre nett, wenn du erstmal die Gegner nicht rum. Ist mir egal, have fun. Ist mir egal. Ist mir egal. Machst du schon, Leo? Oh Gott, ich hab's geschafft. Ist da alles gut. Ja, genau, und dann kommt ein Gegner auf Ballertisch. Hab hier ein Helikopterproblem? Daneben geschossen. Neben mir ist ein Gegner. Weiter Versuch? Egal. Neben mir ist. Okay, die haben jetzt die Wache getauscht. Ein Gegner weg, neuer Gegner her. Und. Bin, glaube ich, ein bisschen weit. Obwohl, nee, warte mal. Aber der Helikopter ist hier. Könnte ein bisschen risky werden, aber nur Risk, nur fahren, das ist mein Motto. Da, die stirbt. Ja. Meistens. Und dann heißt es wieder Natalie. Ah, Scheiße, das wird morgen früh wehtun. Einer muss ja schuld sein. Oh nein. Oh nein. Oh, hier ist ein Orden. Es ist sehr schön, dass da oben Orden sind, Daniel. Gott, es sind ganz schön viele Helikopter. Die Mission endlich beenden. Warum bist du schon wieder tot? Weil hier haufenweise Gegner sind. Ach. Und ich vielleicht 5 Schwierigkeitsstufen über deiner spiele. Lüge. Komm gleich zu dir, sehe ich ja. Gerade. Oh fuck. Echt? Eigentlich solltest du auf der Seite gar nicht durchkommen. Nee. Könnte man zwar hochklettern. Und da sind aber Gegner. Bitte stirb. Das ist genau das, was jetzt noch gefehlt hat. Warum wünschst du mir nur das Schlechteste, Leo? Weil du mir immer noch nicht aufgeholfen hast. Versuche hier ein bisschen für dich zu clearen, Mann. Okay.
Ich spawn einfach neu. Ja, da, jetzt schicke ich die Drohne raus. Jetzt die Drohne kann ich nicht durchfliegen, willst du mich verarschen? Oh, verdammt! Immer diese Undankbarkeit. Muss ich auch noch außen rumlatschen, ne? Wow. Danke, dass du so lange damit gewartet hast, mich wiederzubeleben. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Amina will dich auch nicht mobben, aber sie sagt, oh toll, Leo schon wieder tot. Ja. Alles Daniels Schuld. Nein. Ich hab damit nichts zu tun. Daniel, soll ich jetzt einfach die Mission beenden oder kommst du nochmal rum? Die Klappe. Ich hab ja auch ein paar Probleme, wenn du das nicht glauben magst, aber. Ja, deshalb habe ich die Frage eigentlich ernst gemeint. Schaff das. Gut, dann warte ich hier. Oh! Oh! Der Hintereingang? Nee. Ich schau dir einfach ein bisschen mit der Drohne zu. Du bist so ein Kackvogel, ne? Moment, wo bist du? Da läufst du. Ich muss auch vorne reinlaufen, ne? Ja, ja. Guck mal, da oben geht er. Zu spät, okay, Leo. Warum? Ich hab's ja dir doch markiert. Ich muss mal kurz eine andere Waffe mit. Oh. So, da ist nochmal ein Gegner. Hier im Busch steht nochmal einer. Ich hab jetzt das richtige Werkzeug. Nie wieder nachladen. So, vergiss die beiden Gegner nicht, die ich markiert hab. Die stehen nämlich oben. Soll ich einfach durch die Haupttür gehen? Oh. Ein Drecksack weniger. Ja. Okay. Nimm die Hände hoch, Arschloch! Los! Das würde ich. Nur habe ich zurzeit schon etwas in den Händen. Wo ist der? Ich will den großen bösen Reffe. Weg damit! Natürlich. Adios, Señor Katari. Sie haben 5 Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich Ihnen den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman? Hallo? Sir? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen... Bitte, ich bitte Sie darum, dass... Sir. Ja, ich verstehe. Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman! Er hat Immunität! Er hat einen Deal und er... Ein Deal mit wem? Mit dem Justizministerium! Moment, heißt das etwa... Er liefert uns die Bosse von 4 anderen Kartellen und 3 Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Seine Konkurrenten. Wie zum Teufel ist das möglich? Wie ich euch sagte... Hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist, Señora Bowman. Sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. Bowman, nein! Der Traum ist tot. Wenn Sie dies sehen, heißt das... Ich habe El Sueño exekutiert. Ich bin sicher, die Leute denken, ich sei durchgedreht.
Ich hätte impulsiv gehandelt. Scheiß auf sie. Sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert, getötet, meinen Partner enthauptet, Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo, er wird zum Diktator. Ein Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber ein Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als 4 Leute. Mein Leben, meine Karriere, meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze. Und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert. Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Ich hätte dasselbe getan. Schwamm drüber. Ich hoffe nur, Sie bleiben in Bolivien. Ohne Pacatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Minikartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos del Sueño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Coca um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan? Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall. Bowman Ende. Ja, da haben wir doch das nächste Spiel durchgeschafft, würde ich sagen. Vor allen Dingen, weißt du, was mir fast rausgerutscht wäre? Pack? Nee, das Spiel endet genauso wie der Film Lord of War, Händler des Todes. Danke auf jeden Fall allen, die dem Gameplay gefolgt sind, die es gehört haben und so lange durchgehalten haben. Ich danke dem Chat, der jetzt noch bis um die Uhrzeit aktiv war. Holy moly. Danke Leo, dass er wieder meine Nerven hart belastet hat. Als Teammate. Das Felsekro wird kommen, Leo. Und ja, das Leo-Special. Das Leo-Special wird kommen. Leo hat mich verkauft, Special. Ja,